Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute melden wir uns aus Feldurns. Wir sehen es an unseren Bildern und unser Gast, das ist Karin Oberhofer, die hat ja für Schlagzeilen gesorgt. Wir sehen es hier, zwei Bronzemedaillen bei der Weltmeisterschaft in Kontiolahti im Biathlon gewonnen. Sie ist übrigens die erste Italienerin, die eine Medaille in einem Einzelbewerb gewinnt. Die zweite Medaille, die hat sie dann in der Staffel zusammen mit Dorothea Wierer und zwei weitere Kolleginnen gewonnen. Herzlich willkommen. Bevor wir mit Karin sprechen, aber schauen wir uns mal ganz kurz an, wie viel Turns sie gefeiert hat. Großer Bahnhof für Karin Oberhofer am Mittwochabend in Feldurns. Denn kein Wunder, denn die 29-Jährige aus Garn ist gleich mit zwei Bronzemedaillen aus Kontiolahti zurückgekehrt. Ganz Feldurns wollte bei der Feier anwesend sein, von der Musikkapelle bis zu den kleinen Nachwuchsathleten im Sportverein. Und alle applaudierten ihre Karin auf dem Weg durchs Dorf in den restlos überfüllten Gemeindesaal. Die glücklichsten gestern Abend waren sicherlich die Eltern von Karin, besonders Papa Paul, der früher selbst ein sehr starker und erfolgreicher Behindertensportler war. Wir haben schon eine Freude und vor allem bei der Karin ist so toll. Sie hat einfach, ist ehrgeizig und was sie umfängt, das zieht sie durch bis zum Ende. Wenn sie umgestiegen ist auf Biathlon, die Karin ist ja erst mit 17, 18 Jahren auf Biathlon umgestiegen und wir wollten gar nicht, dass die Biathlon macht. Und sie sagt, Tata, das ist so toll. Du brauchst nicht den Waffenpass machen. Die Pixel lassen wir auf den Trainer gehen. Und somit kann sie Biathlon machen. Und der Karin, wenn du schon so gern tust, den Waffenpass werde ich schon da machen. Dann bin ich Bootsin in Militärdings da. Waffenpass gemacht, Pix gekauft. Und die Karin mit Biathlon umgehabt. Und sie war halt so begeistert. Und ich muss sagen, heim bin ich froh, der Biathlon-Sport ist so schön, weil einfach jedes Rennen interessant ist bis zum letzten Schießen. Die unglaubliche Leistung von Karin Oberhofer wurde in Feldurns gebührend gefeiert. Besonders freute sich die WM-Dritte über die Aufführung der Kinder und dass wirklich alle, die im Biathlon-Sport Rang und Namen haben, hier nicht fehlen wollten. Ich glaube, die Karin hat ein großes Herz, hat viele Motivation für Schwerarbeiten, für Starkarbeiten und hat einen super Charakter für immer 100% in jedem Rennen, in jedem Training legen. Heuer hat ihn an das Training gut getan, mit uns zu trainieren. Jetzt hoffen wir, dass es umgekehrt ist, dass wir auf ihn an das Schießen oder schauen auf ihn. Wir haben sie wirklich spitze und konstant und ja, ich werde auch genau schauen, was sie da tun. Wir trainieren zusammen, so ziemlich oft. Und das ist für mich logischerweise auch gut und positiv. Und es ist logisch, wenn man die Karin so gut kennt, dann ist das umso bäriger. Wir sind jetzt das dritte Mal, drei Jahre hintereinander. Und es war schon einfach einmalig. Das ganze Dorf feiert mit der Karin. Und mit solchen Resultaten muss man einfach feiern. Also nur Gratulation der Athletin und super. Ja, ich freue mich unmöglich. Ich habe das Glück gehabt, mit der Karin die Geschichte umzuheben, zu schreiben. Und sie schreibt sie jetzt alleine weiter. Ich kann sie auch gratulieren und ihr alles Gute zu wünschen. Sie hat es wirklich verdient. Und ich glaube, sie wird noch viel zeigen in den nächsten Jahren. Michaela Ponza hat übrigens bei der Weltmeisterschaft 2013 in Nove Mesto mit Karin Oberhofer, Dorothea Wierer und Nicole Gontier die erste Medaille für eine italienische Frauenstaffel bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft gewonnen. Dann folgten für die Feldturnerin Bronze in der Mixstaffel bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi und jetzt diese zwei Bronzene in Kontiolahti. Auch ein Weltmeister hat mit Karin Oberhofer gefeiert, Skias Christoph Innerhofer. Wir sind gute Freunde, auch wenn wir uns nicht oft zeigen, aber ich fahre wohl mit mir mit und wollen wir uns zeigen, wie gesagt, dann verstehen wir uns halt wunderbar und lachen drüber und tauschen uns gegenseitig Tipps aus fürs Training und wie man sich vorbereiten soll. Und wie gesagt, mich freut es, dass die Karin die zwei Medaillen gewonnen hat und dass sie belohnt worden ist für den Ehrgeiz und den Einsatz, was sie hat. Yeah!
Abgeschlossen wurde die WM-Feier mit der Schuhplattlergruppe aus Gern und hier musste auch die WM-Dritte ihr Können zeigen. Karin, wir haben es gesehen, ein ganzes Dorf steht hinter dir. Es ist natürlich eine besondere Freude, wenn man sieht, wie deine Freunde, deine Verwandten dich feiern. Und man merkt da schon, man hat etwas Sensationelles geleistet. Ja, es ist unglaublich, wie viele Leute hier gekommen sind und ich freue mich voll. Ich denke, alle, die da gewesen sind, jeder hat mir da irgendwie weitergeholfen. Und ich bin der Meinung, dass ich die Medaille nicht alleine gewonnen habe, sondern dass da ganz viele oder so alle, die hier gekommen sind, dazugehören. Ja, du bist ein bisschen bescheiden, die Medaille hast du sicher alleine gewonnen. Jetzt ist es eine historische Medaille. Zum ersten Mal gewinnt eine Italienerin eine Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Hast du an das überhaupt gedacht? Nein, irgendwie, man hofft sich schon allem und das gehört in jeden Traum von einem Sportler. Aber es braucht viel Glück dazu. Wir haben ja gesehen, dass die erste Woche ziemlich scheiße verlaufen ist und wie gesagt, es muss Wetter, es muss der Ski, es muss alles passen. In dem Tag hat es im Glück alles gepasst, meine Form, die Skimander, die alle Techniker, die da waren, es war eine super Zusammenarbeit und es ist ein gutes Resultat rausgekommen. Ein Massenstart drin, es ist natürlich ja so, man hat einmal gedacht, jetzt packt sie es nicht mehr, sie ist doch weit zurückgefallen, du hast zwar einen Schießfehler gemacht, aber dann diese Aufholjagd, die war ja fast sensationell. Ja, ich habe es richten, beim ganzen Rennen bei mir zu bleiben, die ganze Konzentration auf mich zu richten, beim Laufen auf die Technik, beim Schießen auf dem Schießen. Mir ist gelungen, nichts zu denken und nichts zu wählen, halt, glaube ich, im Biathlon ganz, ganz wichtig. Und dass man das auch nicht kurz richtet, sondern das ganze Rennen an ist zu richten, mit konzentriert zu bleiben, nichts zu wählen, allem bei mir zu bleiben, ab und letzten Umstieg mit der Daria, habe ich nicht gewählt, nachkommen oder schnell sein, ich habe mich einfach auf mich konzentriert und habe gesehen, dass die Haut mir nicht an. Und habe gedacht, oh, da könnte ich versuchen, dran zu bleiben. Und dann ist logisch der Gedanke vom vierten Platz von letzten Jahr gekommen. Ich habe gedacht, auf keinen Fall, jetzt gehen wir nochmal Vollgas. Und das Ziel war ich vor ihr und das war logisch mega geil. Ja, es war ja ein bisschen der verflixte vierte Platz. Du bei den Olympischen Spielen in Sochi. Die Dorothea Viera hat bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz. Um ganz, ganz wenig hat sie die Medaille verpasst. Die Nathalie Santo, früher, die ist auch mal Vierte geworden. Jetzt endlich hat es einmal geklappt mit dieser Medaille. Und du hast den Sprint gewonnen gegen eine Dumrecheva, die ja eigentlich die Top-Läuferin ist. Ist das dann noch ein besonderes Gefühl? Ja, logisch. Sie hat zum Schluss den Gesamtweltcup gewonnen. Man kann sagen, sie ist die beste Biathletin zurzeit. Und gegen sie da das zu gewinnen, ist logisch, glaube ich, erhöht nochmal im Wert. Und zum Schluss muss man schon sagen, ein Vierter zu werden ist allem gut, aber logisch, es zählen leider Medaillen und es wird allein sehr unerkannt. Aber trotzdem bin ich mit dem vierten Platz von einer Olympiade allem zufrieden. Olympiaden sind alle 4 Jahre lang und die zählen den leider Medaillen. Ja, du bist ja recht gut eigentlich beim Medaillensammeln. Bei Olympia hast du ja eine Bronzemedaille in der Mixstaffel gesammelt. Bei der Weltmeisterschaft ist das schon die zweite Medaille in der Staffel und jetzt diese Einzelmedaille. Alle deine Medaillen sind aus Bronze. Das nächste Ziel ist jetzt Silber oder gehen wir gleich auf Gold? Ja, das habe ich schon öfter gehört, das Kommentar auf Bronze. Ich bin mit allem zufrieden, aber wenn die Resultate so gut sind, dann erhöht man logisch auch die Ziele und aufs nächste Jahr werden wir noch auf etwas anderes zielen. Weltcup bist du ja schon Zweiter geworden. Was da fehlt, ist vielleicht noch ein Sieg. Jetzt für das nächste Jahr hat man da gleich einige Ziele dann zu machen. Einen Weltcup-Sieg, vielleicht dann eine Medaille bei Weltmeisterschaften, die eine andere Farbe hat als Bronze. Ja, wir werden jetzt nach der Pause werden wir sicher wieder hart weiterarbeiten, wie wir die letzten Jahre getan haben. Und ich bin dann ziemlich bescheiden mit den Zielen, was ich mir stecke. Aber sicher gehört das jetzt in Zukunft dazu. Du bist extrem schnell. Wie ist das möglich, dass du so schnell bist? Man darf ja vielleicht hinzufügen, jetzt bist du ja zwischenzeit schon 29. Aber du wärst jetzt ja schneller. Bist wieder Wein? Allerweil besser? Je älter, desto besser. Nein, ich weiß nicht. Ich habe die letzten Jahre wirklich hart daran gearbeitet, fleißig trainiert. Und es braucht auch viel Glück dazu. Ich bin die ganze Saison gesund gewesen. Muss ich auch sagen, zählt viel, weil wenn du krank bist, das haut dich unglaublich zurück. Und mir erstaunt es oft selber. Auch die Laufzeiten, die ich heuer im Weltcup gemacht habe, habe ich selber oft blöd geschaut. Jetzt seid ihr Damen, eindeutig besser gewesen als die Männer.
In der Vergangenheit war es ja allem umgekehrt. Wie ist das eigentlich in eurer Mannschaft, jetzt ihr euch gegenseitig pushen? Seid ihr alle gut befreundet? Ja, wir sind alle gut befreundet, wir sind eine super Mannschaft. Ich glaube, das ist brutal wichtig, weil man echt viel Zeit miteinander verbringt. Mir tut es schon leid, dass es bei den Buben heuer so gegangen ist. Feiner war ja, wenn wir alle gleich gut waren. Aber das ist einmal so und oft weiß man nicht, warum es gut läuft und man weiß auch nicht, warum es schlecht läuft. Hoffen wir, dass wir das nächste Jahr alle gleich stark sein. Wir haben ja ein Heimrennen, das ist Antolz, immer eine sensationelle Veranstaltung mit sehr, sehr vielen Zuschauern. Heuer, glaube ich, hast du 3 Rennen gemacht, alle unter den besten 8, wenn ich mich da richtig erinnern kann. Wie ist das im nächsten Jahr dann vor heimischem Publikum? Wäre es dann etwas ganz Besonderes, vielleicht wenn man gerade da den ersten Weltcup-Sieg feiern würde? Der Lukas Hofer hat es ja vorgemacht. Ja, daheim ist es allem noch viel schwieriger, so etwas zu erreichen. Deswegen ist das von Lucky eine großartige Leistung, was er da gebracht hat. Weil daheim einfach ist alles ein bisschen strenger. Es ist mehr Medien, mehr die Verwandten, alle, was ihn umleiten und sagen, sie kommen und toi, toi, toi. Wenn man auswärts ist, dann hat man es ein bisschen ruhiger und man spürt den Druck nicht. Also. Und das ist beim Heimweltcup allem ein bisschen strenger, weiß auch nicht, wie man sagen soll. Aber ich habe es trotzdem heuer, trotz allem, richtig konzentriert, meine Rennen zu machen. Der 5. Platz hat mich brutal gefreut. Das ist für mich wie auf dem Podest stehen. Und daheim, wenn es gut läuft, dann ist es aber auch umso schöner zu feiern, weil mehr anwesend sein von der Familie, für die Freunde. Jetzt schauen wir mal, was noch kommt im Biathlon. Jetzt in Antolz, da war ja ein Italien-Pokalrennen am vergangenen Wochenende. Wir waren mit dabei. Ein ganz kurzes Resümee macht für uns Hannes Gröss. Die Südtirol Arena in Antolz war am vergangenen Wochenende Schauplatz des Saisonfinals des Italien-Pokals. 130 Biathleten waren an den beiden Wettkampftagen am Start, darunter auch sehr viele Südtiroler. Alexia Rungaldier, die Grödnerin, konnte ein Sprintrennen, nämlich jenes mit Nachlader, für sich entscheiden. Außerdem wurde sie in einem weiteren, ganz normalen Sprint mit Strafrunden Zweite hinter Federica Sanfilippo. Die 23-jährige Grödnerin war heuer ausschließlich im IBU-Cup im Einsatz und landete dort in der Gesamtwertung auf dem 9. Platz. Bei den Europameisterschaften in OTP schaute für Alexia Rungaldier als bestes Ergebnis hingegen der 22. Platz im Einzelwettkampf heraus. 2 dritte Plätze konnte hingegen Carmen Rungaldier einheimsen. Die jüngere Schwester von Alexia Rungaldier holte sich damit auch die Gesamtwertung des Italien-Pokals. Carmen Rungaldiers Saisonhöhepunkt war die Junioren-WM in Minsk, bei der sie als bestes Ergebnis einen 26. Platz im Einzelwettkampf in den Statistiken zu Buche stehen hat. Bei den Männern gingen die Siege an Christian Martinelli und Pietro Dutto. Gute Leistungen zeigten in Antolz auch Südtirols Nachwuchsbiathleten Nathalie Wiedenhofer, Jasmin Volker, Simon Leitgeb, Irene Lartschneider, Peter Tummler und Patrick Braunhofer schafften den Sprung aufs Podium. Braunhofer holte sogar den Gesamtsieg im Italien-Pokal. Die Biathlon-Saison endet am kommenden Wochenende mit den Italienmeisterschaften in Martel, zu der die gesamte Elite erwartet wird. Für Südtirols Fans ist es die Möglichkeit, die so erfolgreichen heimischen Skijäger einmal aus der Nähe zu bewundern. Der Karin Oberhofer, wir haben es gesehen, die San Filippo hat einmal gewonnen, die Rungaldier das zweite Mal, diese Italien-Pokalrennen. Sind das die Nächsten, die nachkommen, die dann vielleicht auch den Sprung in die Nationalmannschaft definitiv packen? Die San Filippo, die ist ja schon mit dabei auch gewesen. Ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass wir Frauen gut gearbeitet haben. Wir sind nicht allein die Dora stark, sondern auch die Federica, die Lisa, was nachkommt, die Nicole, die Alexia, die sind alle gut. Und das, ich glaube, wenn die ganze Mannschaft gut ist, das heißt auch, dass die Arbeit und der Fleiß und die Arbeit für die Trainer und der Einsatz, dass das einfach stimmt. Dass, wenn alle gut sind, dann stimmt es. Ja, und Antolz war ja auch Schauplatz der Italienmeisterschaft der Skilangläufer. Mal etwas anderes in Antolz. Wir waren selbstverständlich mit dabei. Das Antolzer Tal steht diese Woche nicht wie gewohnt im Zeichen des Biathlonsports, sondern fungiert als Mekka der italienischen Langlaufelite. In der Südtirol Arena beenden nämlich die nationalen Titelkämpfe eine lange, aufreibende Saison, die aus Südtiroler Sicht heuer besonders erfolgreich war, mit der historischen WM-Bronzemedaille des Brunnerkers Dietmar Nöckler im spektakulären Teamsprint mit Federico Pellegrino. Die beiden Medaillengewinner holten in Antolz mit Mattia und Sebastiano Pellegrin auch den Italienmeistertitel für die Polizeisportgruppe in der Staffel.
Nöckler ging als Startläufer in die Loipe und lag beim Wechsel auch in Führung. Diese behielt die Polizeisportgruppe bis zum letzten Wechsel. Da lagen Pellegrino und der Gröner David Hofer von den Carabinieri gleich auf, während Roland Klara, der für die Finanzwache startet, mit 19 Sekunden Rückstand Alessandro Pittin in die Loipe schickte. Der nordische Kombinierer am Tag zuvor im 15 Kilometer Freistilrennen sensationell Dritter, noch vor den heimischen Lokalmatadoren Klara, Nöckler und Florian Kostner, schloss zum Führungsduo auf. Und so kam es zu einem äußerst spannenden Finish, das Pellegrino im Sprint ganz knapp vor Pittin für sich entschied. Hofer gewann Bronze. Am Dienstag kam Nöckler im Skiathlon kurz vor dem Ziel zu Sturz und zertrümmerte dabei beide Stücke. Eine Spitzenplatzierung war damit nicht mehr möglich. Ich war gut drauf, bin leider 1,5 Kilometer vor dem Ziel ziemlich schwer gestürzt und habe ein paar Stecken gebrochen und dann war das Rennen schon vorbei. Nicht? Aber für mich war es trotzdem ein gutes Rennen, weil das Gefühl gut war. Heute revanchierte sich der Busterer und gewann seinen zweiten Titel über 50 Kilometer, setzte er sich im Sprint gegen Giorgio Di Cinta durch. Sehr gut lief es auch für David Hofer. Beim Herrn Skiathlon, 10 Kilometer klassisch und 10 Kilometer im Freistil, gab der 31-Jährige aus St. Christina wieder ein kräftiges Lebenszeichen und holte sich den Titel. Hofer kam heuer im Weltcup nie in die Top 20 und auch bei der Weltmeisterschaft in Lahti belegte er im Skiathlon nur den 32. Platz und im 15-Kilometer-Rennen im Freistil gar nur den 43. In Antholz entschied er das Rennen auf den letzten 200 Metern, als er sich von seinen Konkurrenten leicht absetzte und mit knappem Vorsprung auf den Fasaner Sebastiano Pellegrin, den neuen U23-Italienmeister, und auf Florian Kostner gewann. Jetzt habe ich in den letzten Wochen ganz Höhen und Tiefen gehabt, überhaupt das ganze Jahr. Deswegen, ich habe gemeint, ich habe eigentlich keine Chance. Ich habe gesagt, ich gehe am Start ganz gemütlich und schaue halt mein Rennen zu machen. Dann habe ich gesehen, bei den ersten Kilometern ist es ganz leicht gegangen. Ich weiß nicht einmal warum. Ich bin allem leicht gegangen bis zum Schluss und so habe ich mir noch einen Italienmeistertitel hergeholt. Bin ich ganz froh. Hofer will in der kommenden Saison wieder den Anschluss an die Weltspitze schaffen und wird deshalb sein Training ein wenig umstellen. Jetzt muss ich analysieren, was nicht gegangen ist. Ein paar Sachen weiß ich schon. Dass ich im Sommer muss ich viel gemütlicher montieren. Und das werde ich auch jetzt machen. Die Bronzemedaille im Skiathlon von Florian Kostner, der wie Hofer Gröner ist und für die Sportgruppe der Carabinieri startet, kam überraschend, da er heuer nicht viele Rennen bestritten hat. Da habe ich gesagt, dass ich auch noch mit den besten Italienern mithalten kann. Und das ist natürlich für mich eine große Bestätigung. Und ja, die ganze Arbeit, die wir auch gemacht haben in den letzten Jahren, zahlt es ganz echt raus. Und das macht dann natürlich noch Lust, weiterzumachen. Nach dem Rennen strahlte Kostner mit seiner Frau Stephanie Santa und Sohnemann Luis übers ganze Gesicht. Was er in der nächsten Saison machen wird, will er demnächst entscheiden. Natürlich eine Zukunft war zusammen mit dem Di Cinta eine Trainingsgruppe zu bilden, was dann auf die Marathon- und Ski-Classics-Gruppe geht. Zur großen Überraschung der Italienmeisterschaft in Antholz zählt aus Südtiroler Sicht der 19-jährige Bozner Stefan Zelger. Vor knapp 2 Monaten blieb er bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan unter den Erwartungen. Hier bei den nationalen Titelkämpfen ließ er in der Staffel seine Klasse aufblitzen, lief ganz vorne mit den Senioren mit. Ich habe schon gesehen, dass ein anderes Tempo ist. Und wir sind da mit der Weltcup-Spitze auch dabei bei den Massenstartrennen. Absolut, ich meine, der Fabiani und Nöckler, die laufen einfach ganz voll mit. Und ja, es ist nicht leicht, aber es ist sicher besser so, weil dann hat man die Konkurrenz gleich schon in Italien da und hilft dann weiterzukommen sicher auch. Aber wird sicher streng, ja. Bei den Damen sorgte bislang diese Athletin für Schlagzeilen. Giulia Stürz, die 21-Jährige aus dem Trentino mit Südtiroler Wurzeln. Ihr Vater stammt aus Aldein, gewann am Eröffnungstag Silber im 10-Kilometer Freistilrennen und holte dann gleich 3 Goldmedaillen. In der Staffel gewann sie den Titel mit Sara Pellegrini und Ilaria De Bertolis. Das Trio der Polizeisportgruppe hat im Ziel ganze 38 Sekunden Vorsprung auf die Finanzwache und auf die Forstwache. Im Skiathlon, 5 Kilometer in klassischer Technik und 5 Kilometer im Freistil, war Stürz die Favoritin. Im Februar gewann sie bei der U23-Weltmeisterschaft Bronze. In Antholz setzte sie sich knapp im Sprint vor Virginia De Martin Topranin und Ilaria De Bertolis durch.
Ich habe gutes Weltmeisterschaft gemacht und auch in Europa Cup gute Rennen gemacht und zum Schluss ich bin zufrieden mit die italienischen Rennen. Heute gewann Giulia Stürz auch die 30 Kilometer vor Lucia Scardoni. Enttäuschend verlief das Rennen für die Gardertalerin Deborah Agreiter. Sechste mit fast einer Minute Rückstand auf die Siegerin. In den beiden Rennen zuvor schrammte sie zweimal knapp am Podest vorbei. Sowohl im 10-Kilometer-Lauf als auch in der Staffel musste sie sich mit dem vierten Rang begnügen. Es will heuer überhaupt nicht klappen. Es ist einfach nicht mein Niveau, was ich heuer gezeigt habe. Ich habe versucht, das ganze Jahr durchzuhalten und irgendwelche noch bei der Italienmeisterschaft noch mal ein Zeichen geben und sagen, dass ich zurückgekommen bin. Leider muss ich sagen, die Kondition lasse ich leider nicht erfinden und ich denke mal, ich habe einfach zu viele Schwierigkeiten und zu viel Pause gemisst machen heuer, dass ich einfach nicht mehr zurückgekommen bin. Die Italienmeisterschaften in Anzolz enden somit für die Südtiroler Langläufer sehr erfolgreich. Sie gewinnen gleich drei Italienmeistertitel. David Hofer holt Gold im Skiathlon, Dietmar Nöckler über 50 Kilometer und in der Staffel. Karin Oberhofer, wir haben es gesehen, ein Alessandro Pittin läuft da ganz vorne mit, der nordische Kombinierer. Jetzt, viele haben gemeint, solltest du da dabei gewesen sein, hättest du auch ganz vorne mitlaufen können. Glaubst du, dass das so ist? Man weiß ja, die Biathleten, die sind ja immer sehr, sehr stark, auch im Langlauf. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Vergleich mit ihm. Ich weiß es nicht, man muss halt wirklich gegeneinander umtreten, um zu schauen, wie weit wir zusammen sein oder entfernt sein. Würde das reizen? Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen müde und wenn man mal mit Biathlon angefangen hat, dann hat man eigentlich lange auf Rennen keine Lust zu machen. So geht es halt mir. Sicher, wenn man jetzt drüber redet und dann mal drüber überlegt, dann kann man schon einmal was machen, ja. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht bei der nächsten Italienmeisterschaft gibt sich da die Möglichkeit. Und wenn wir schon von Italienmeisterschaften reden, dann kommen wir zum Eishockey. Da ist ja eine Südtiroler Mannschaft im Finale und zwar Titelverteidiger Ritten. Finalgegner ist Asiago. Die Rittner haben sich im Halbfinale gegen Pustertal in einem Südtiroler Derby durchgesetzt. Hannes Grüß war mit dabei. Die Rittner Buben haben am Wochenende den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Eishockey-Serie A gelegt. Der amtierende Meister wies den HC Pustertal in der spannenden Halbfinalserie mit 4:2 Siegen in die Schranken und zog ins Endspiel ein. Wir haben gut gespielt, sie haben auch ganz gut gespielt. Ich glaube, sie haben einfach eine gute Arbeit gemacht mit den Jungen, wie wir auch heuer, aber sie haben hinten viele Junge gehabt, vorne auch und viel Eiszeit gehabt. Man hat gesehen, sie haben mit viel Selbstvertrauen gespielt. Wir haben ein bisschen mehr erfahrene Leute gehabt. Und ich glaube, das Resultat zeigt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr erfahrene Leute gehabt haben. Und deswegen sind wir heute im Finale. Wir haben gewusst, wir werden heute sicher von Anfang an richtig hart gekommen, weil wir haben nicht mehr zu verlieren gehabt. Dann haben wir gewusst, das erste ist ganz wichtig und ist uns auch gegangen. Also es ist natürlich so, wenn man mehr spielt und wenn man jetzt, so wie es jetzt ist, dreimal die Woche spielt, dann ist man in einem guten Rhythmus drinnen. Und ich glaube, die ganze Mannschaft hat in den Rhythmus reingefunden, jetzt die letzten Spiele. Und jetzt haben wir nicht unverdient die Serie so gewonnen. Die Rittner, die in der Serie nach drei Partien 1:2 zurücklagen, dann aber drei Siege in Folge feierten, konnten, je länger diese Serie dauerte, die Paradelinie der Wölfe weitgehend neutralisieren. Das war wohl einer der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, das ist die Tiefe von unserer Mannschaft, nachdem wir drei sehr gute Linien haben und mit drei Linien das ganze Spiel durchspielen können. Das war, glaube ich, ein Vorteil am Ende. Pustertal hat eine sehr gute Linie und wir haben da drei sehr gute Linien, die immer Tore machen können. Von dem her ist da ein bisschen ein Vorteil auf unserer Seite gewesen. Wir haben probiert, mit drei Männern, mit vier Linien zu spielen, dass wir allem Kraft haben. Und sie haben Magari zu oft die erste Linie spielen lassen und logisch, das sechste Spiel wäre das noch in der Geilinger für die Füße, wie ein Schwach. Der HC Pustertal erwies sich als sehr fairer Verlierer und erkannte die Niederlage gegen die Rittner ohne Wenn und Aber an. Wir waren in der Serie 2-1 vor und haben es nicht geschafft, so weiterzuspielen. Wobei man in erster Linie muss man auch in die Rittner ein riesen Kompliment machen. Sie sind eine Top-Mannschaft und
um die Ritter zu schlagen, hat bei uns wirklich alles gemisst aufgehen. Das ist jetzt zweimal gelungen, leider zweimal. Und schon, das waren knappe Spiele, wir waren oft einmal nach und dran. Heute im zweiten Drittel haben wir es leider versäumt, ein, zwei Tore zu schießen, weil wir so eine Druckphase gehabt haben. Und im letzten Drittel haben sie es sehr souverän und mit ihrer Erfahrung und Klasse über die Zeit gebracht. Dass das Halbfinale nach 6 Spielen endete und die Serie gegen die Wölfe nicht über die volle Distanz von 7 Matches ging, kommt den Rittnern entgegen. Es ist jetzt nicht schlecht, einen Spieltag frei zu haben, können wir uns ein bisschen ausruhen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch nicht gut, wenn man dann viel länger frei hat. Jetzt haben wir den Tag nehmen wir gerne mit, den Spieltag, den wir frei haben, und dann können wir uns voll konzentrieren nachher. Nun ist der Fokus der Rittner voll und ganz auf das Finale gegen Asiago gerichtet. Eine Mannschaft, die der Truppe von Marty Raymond heuer immer die Stirn bieten konnte. In den 4 bisherigen Saisonduellen gab es 2 Siege für Ritten und 2 Erfolge für Asiago. Beide Teams gewannen je einmal auswärts und je einmal zu Hause. Dementsprechend schwierig ist es, eine Prognose abzugeben. Einen glasklaren Favoriten gibt es in einem Endspiel ohnehin nicht. Asiago hat im Halbfinale Mailand souverän mit einem 4:0 in der Serie eliminiert. Mehr Mühe hatte die Barco-Truppe mit den aufmüpfigen Eppanern. Die Piraten wuchsen im Viertelfinale regelrecht über sich hinaus und erzwangen gegen den Sieger der Master Round sogar ein 7. entscheidendes Spiel. Und auch dort sah es lange Zeit so aus, als ob Eppan in die Runde der letzten 4 einziehen könnte. Doch nun im Finale beginnt alles bei 0. Eine Prognose der Rittner? Ja, wir sind da, um zu gewinnen. Eine Prognose noch nie gemacht. Und wäre ja nie. Sie sind eine super Mannschaft. Sie haben 3 ausgeglichene Linien. Wir auch. Es wäre sicher hitzig werden, gegen ihn zu spielen. Man darf gespannt sein, welches Team allerspätestens am Donnerstag, 9. April, den Meisterpokal in die Höhe stemmen wird. Wie sagt man so schön? Soll der Beste gewinnen. Ja, Karin Oberhofer, du bist ja sportlich aufgewachsen. Dein Vater, der Paul, der war ja ein Leistungssportler im Behindertensport, muss man sagen, mit sehr guten Ergebnissen. Hat dir das eigentlich viel mitgegeben? Ja, sicher. Mir hat das heuer mal alleine gesagt, dass ich als Kind muss ein positives Erlebnis gehabt haben vom Sport. Ich weiß zwar nicht, was es war, weil ich eine unglaubliche Motivation habe, was mir bis jetzt noch nie so bewusst war. Weil für mich das allem logisch war, gern zu trainieren. Ich habe das allem gern getan. Und er hat den Saal mitgenommen, wir haben praktisch nichts anderes gesehen, aber es war allem cool. Wir sind noch mit ihm die Pokale holen gegangen als Kinder, so kleine. Und nein, wir haben allem Spaß gehabt, wir haben viel gesehen, wir waren viel unterwegs und ja, das war schon cool. Ja, darf ich vielleicht hinzufügen, wir haben selbst einige Berichte mit ihm gemacht, aber das ist auch schon einige Jahrzehnte her. Und jetzt haben wir die Tochter, die natürlich eine Weltmeisterschaftsmedaille mit nach Hause gebracht hat. Die Saison ist noch nicht ganz fertig. An diesem Wochenende stehen ja hier bei uns in Südtirol noch die Italienmeisterschaften auf dem Programm. Mit dir? Ja, wir haben die Italienmeisterschaften in Martel und danach habe ich noch in Russland, in Tjumen, ein Einladungsrennen. Ja, ein Einladungsrennen, wenn man natürlich Medaillen hat bei Weltmeisterschaften, da wird man auch eingeladen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Danke auch für die vielen schönen Stunden, die uns heuer bereitet hast. Und diese beiden Medaillen sind dann das Ergebnis. Wir freuen uns schon auf die nächste Saison und wir bedanken uns natürlich auch fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.